Bitte Multiplayer-Modus. Okay. Ich habe mich mal dran gesetzt und angefangen, einen Online-Multiplayer zu basteln. Leider funktioniert das mit der Gratis-Version von Unity eher so semi-gut. Wenn ich die einfach so benutze, hat man entweder einen starken Lag oder die Bewegungen sind sehr ruckelig. Daher werde ich wohl mindestens 250 Euro im Monat für Photon ausgeben müssen. Dafür wird's auch gut. Das alles zu programmieren wird dieses Jahr wohl leider nichts mehr. Stattdessen wird's aber beim nächsten großen Update einen lokalen Multiplayer geben.